eine junge Hexe ein Schicksal vorher. Sie verschenkte ihr Herz an einen kühnen Matrosen mit gestreiften Hemd und gebügelten Hosen. Eine Woche nur im Paradies, bis er an Bord ging und sie verließ. Jetzt ist er fort. Wieder? Und dann noch mit dir. Greta, oh geil, aber die Erde wird doch den Leiter!
Ihr habt's doch gewusst! Ihr seid nur so eine Bande von gemeingefährlichen Verbrechern! Wo habt ihr diese Schreckschraube Hans hingebracht? Was passiert jetzt mit ihm? Das freut mich nicht. Das war meine verrückte, gemeingefährliche Mutter. Was machen die jetzt mit? Was passiert denn jetzt mit ihm, Mensch? Dankbarkeit, Freundschaft, Vergebung und vor allem Liebe. Sie sind nicht schlecht und auch nicht nur gut. Aber sie sind frei. Frei, das Gute zu wählen und zu wagen. Deine Welt ist nicht die meine. Ich bleibe. So soll es sein. Es ist deine Entscheidung. Macht's gut, Mutter. Fesselhexen. Kleine Hexen. Folterhexen. Verfliegt euch nicht. Seht ihr, ich hab's euch doch gesagt. Ritterin, du hast nur noch Schwierigkeiten. Wie konnte sie das nur tun? Dabei fing es gar nicht mal so übel an. Gar nicht so übel? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Du bist wohl verdreht. Am Ende bist du noch selbstverliebt, oder was? Ich sag's euch, das sind die Folgen der Liebe. Igittigit. Die Liebe bringt uns nur noch alle ins Grab. Bleibst du jetzt bei mir? Für immer oder musst du zurück zu den hässlichen Hakennasen? Nein, ich bleibe bei dir. Für immer. Oh nee, Leute, jetzt hat man auch irgendwie rumgesüllt. Der hat doch erstmal ordentlich gefeiert.
verdient. Jetzt würde ich darum bitten, hier haben wir mal bestimmt 99% der Anwesenden haben bestimmt auch ein Programmheft gekauft, wer das schon so ein bisschen gelesen hat. Da spreche ich von diversen Engeln, die dieses Projekt begleitet haben und uns alle sehr, sehr unterstützt haben. Und da bitte ich diese Engel jetzt mal auf die Bühne zu kommen. Und zwar möchte ich zunächst der Tobias-Stiftung danken. Bitte Herr und Frau Reisner.